und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil von diesem Vergleich 2010 bis 2024 Video. Ich mache einfach direkt weiter und die nächste Kategorie ist bester Filmtyp. Das waren die ersten 1, 2, 3, 4, 5 mal Percy Jackson, dann die nächsten 3 mal Edmund Pevensey, dann Sam. Ich habe keine Ahnung, welchen Sam ich da mit gemeint habe. Dann das nächste Mal nochmal Sam und Sigi Müller von Fuck You Goethe. Dann am 28. Juli 2015 Charlie. Ich glaube, das ist der gemeint von Vielleicht lieber morgen. Louis? Kein Plan, wer das sein soll. Und Milan, der ist von Ostwind 2. Und dann die nächsten zweimal Gideon von Edelstein Trilogie, dann Gideon und Harden von After und dann jetzt ist es auch Gideon. Dann bester Serientyp waren es die ersten zwei Male Braden Westerly von Summerland Beach. Dann 4 Mal Nick Lucas, also eigentlich Nick Jonas, aber Nick Lucas in der Serie halt. Dann Ty Borden von Heartland, dann wieder 2 Mal Nick Lucas. Dann Ty Borden und Justin Walker. Justin Walker ist von Brothers and Sisters. Dann 2 Mal Ty Borden. Dann Liam Cord von 90210, die neue Variante. Und Ty Borden. Dann nur Liam Cord. Und jetzt ist es Barry Allen von Flash. Beste Filmtypin. Da hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal Lucy Pevensey von Narnia. Dann 3 mal Hermine Granger. Dann 1 mal Mika von Ostwind und Lucy Pevensey. Und dann den letzten 2 Male wieder Lucy Pevensey. Beste Serientypin waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal Ricky Chadwick von H2O plötzlich Meerjungfrau. Dann Emma von Emmas Chatroom. Amy Fleming das nächste Mal. Und die letzten 4 Mal immer Emma von Club der Roten Bänder. Dann die beste Farbe war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Dunkelblau. Dann am 11.10.2011 grün-blau, am 24.10.2011 blau-grün, dann blau-türkis beim nächsten Mal, dann blau und hellgrün, dann 2 mal blau-violett und schwarz, dann blau und violett und jetzt ist es lila und blautöne. Also immer relativ ähnlich, würde ich sagen. Dann wären wir beim besten Tier angelangt. Das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal die Fledermaus, also die ersten 9 Male. Dann 1 mal Weißnicht, dann Polarfuchs, dann Polarwolf, Schildkröten und Pferd und die letzten 3 Male Pferde. Dann Berufswunsch. Die ersten 7 Einträge waren es Kindergärtnerin. Dann war es 1 mal Archivarin und Bibliothekarin. Dann war es Archivarin, Bibliothekarin und Kindergärtnerin. Dann war es Schauspielerin und Schriftstellerin. Dann war es 2 mal Schauspielerin und Autorin. Dann war es 1 mal freischaffende Künstlerin und die letzten 2 Male Künstlerin. Und dann hätten wir noch den Traumberufswunsch. Das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal, die ersten 7 Mal Autorin, dann nächsten 2 Mal Schriftstellerin, dann wieder die nächsten 3 Mal Autorin, dann freischaffende Künstlerin, dann Künstlerin und jetzt wieder Schriftstellerin. So, es könnte sein, dass das Bild jetzt ein bisschen anders ist, aber ich musste kurz abbrechen. So, wir sind jetzt beim besten Sänger. Das waren die ersten 2 Male Nick Jonas und Oliver Wimmer. Dann Nick Jonas und Asher Book. 2 Mal. Dann wieder 1, 2, 3, 4, 5 Mal Nick Jonas. Dann Tim Bensko und Julian Leblay. Ed Sheeran, Samuel Harfst und die letzten 2 Mal wieder Ed Sheeran. Erste Sängerin. Die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal Amanda Seyfried.
Dann Adele, dann Meghan Trainor, dann ein Fragezeichen, dann zweimal Sia und jetzt Taylor Swift. Da wären wir jetzt beim besten Schauspieler. Die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Rupert Grint, also Ron Weasley, dann zweimal Johnny Depp, dann Elias Mbarek und die letzten 2, 4, 5 Einträge wieder Janis Niewöhner. Und die beste Schauspielerin haben wir die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal Georgie Henley. Wie gesagt, das ist die Lucy von Narnia. Dann einmal Amber Marshall, dann die letzten 5 Mal Emma Watson. Machen wir noch zwei Kategorien und dann ist der Teil auch zu Ende. Der nächste ist nämlich bester Bubenname. Die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal war es Alexander, dann Laurenz, dann Nikolas, dann wieder Alexander und die letzten 4 Male wieder Nikolas. Bester Mädchenname war die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Nicole, dann zweimal Sophia, einmal Katie, dann einmal wieder Sophia, dann Elena, dann Elina, dann und die letzten 2 Male Paulina. Beim nächsten Mal kommt dann als erste Kategorie der beste Filmserienname männlich. Also aus den Serien. Ja, ich habe sehr viele Kategorien gemacht, ich weiß. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch interessiert und gefallen. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!